Also der letzte Tag, dass ich jeden Morgen um 9 live gehe. Ich habe ja gesagt, ich mache so lange, bis ich das Gefühl habe, jetzt reicht's. Und irgendwie intuitiv sagt mir mein Bauchgefühl, ja doch, jetzt Tag 19, Tag 14, es ist der letzte Tag. Hallo, guten Morgen. Wie sieht's bei euch aus? Manifestieren? Habt ihr es euch schon zur Gewohnheit gemacht? Also es ist ja wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir quasi in einem Manifestationsmodus unser Leben leben, dass wir uns jeden Moment bewusst sind, dass aus uns heraus Dinge in der Realität entstehen. Und das ist eigentlich die Krux. Und entsprechend der Energie, in der du dich befindest und diese Energie, die aus dir herausstrahlt, werden entlang der Zeit sich deine Ziele, Wünsche und Träume manifestieren. Also, immer, du bist immer ein Schritt hinten dran, ja? Also du kannst dir vorstellen, wie dass deine Energie, all das, was aus dir herauskommt, den Pfad bereitet, die Atmosphäre, wie ich es genannt habe in meinem anderen Video, die Atmosphäre bereitet, in der du quasi in deine Zukunft läufst. Also du kreierst im Hier und Jetzt, siehe Video von gestern, im Hier und Jetzt deine Zukunft und zwar immer zu. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du dir vorstellst, deine Energie wird immer weiter und höher und größer, je mehr du dran arbeitest und desto mehr wirst du zum Anziehungspunkt, zum Anziehungskraft von Dingen, die auf demselben energetischen Niveau liegen, wie du dich befindest. Und wenn du grundsätzlich ein Mensch bist, der in freudiger Erwartung durchs Leben geht und sagt, wo sind die schönen Dinge, was ist jetzt schön und immer wieder auch sich die Frage stellt, wie kann ich das Schönste, das Beste, das Liebevollste aus dem gegenwärtigen Moment machen, dann bist du im richtigen Kreationsmodus. Und wenn dich Dinge treffen, wie, oh, es ist ja nicht so, wie ich mir das gerade vorgestellt habe. Hallo, guten Morgen, Susanne. Dich Dinge treffen, die nicht gerade so sind, wie du dir das vorgestellt hast, dann bleibst du in deinem Manifestationsmodus. Und du hast 100% komplette Erlaubnis dafür, dass du nicht darauf reagierst, was du gerade siehst, sondern dass du in dem Moment tatsächlich bei dir bleibst und dich immer fragst, wo ist das Geschenk in dieser Situation? Wo ist das Geschenk in dieser Situation? Und so krass es sich anhört, ihr Lieben, in jeder Situation sind Geschenke für uns drin. Wir müssen nur lernen, diese Geschenke zu sehen und zu erkennen. Und dazu ist es wichtig, die Grundeinstellung zu haben, das Leben ist für mich. Alles ist für mich. Was ist das Geschenk in der Situation? Was kann ich daraus lernen? Und gerade in dieser heutigen Zeit werdet nicht müde, eure Energie, euren Seinszustand auf allerhöchstes Niveau zu bringen, auf höchste Freude, auf höchste Erwartung, trotzdem, was im Außen ist. Werdet einfach nicht müde. Macht es so lange, bis ihr die Geschenke seht, weil sie sind immer, immer da. So, also ihr Lieben, das war heute der 14. Tag, 2 Wochen lang, Manifestations-Challenge. Ihr könnt die Videos auf YouTube in chronologischer Reihenfolge finden und wieder von vorne anfangen. Das Üben und Üben und Üben, euch inspirieren lassen mit diesen Videos jeden Tag, als wie wenn ich Neues machen würde. Und ganz, ganz fest bei euch bleiben, ganz fest an eure Träume, Wünsche und Ziele zu glauben, weil es sind keine Schäume, sondern es sind energetische Zustände, die sich realisieren werden. Ja, Träume sind keine Schäume.
Es sieht aus wie ein Schaum, ein energetischer Raum, aber diese Träume sind da, damit sie sich für dich verwirklichen. Und deine Träume sind deine Träume, weil du schon in Verbindung mit ihnen stehst. Ja? Weil du dir schon vorstellen kannst, dein Traum, weil du das für dich in deine Welt schon gezogen hast, in deiner Vorstellung. Und das heißt, wenn es du dir vorstellen kannst, wenn es ein Traum für dich ist, ein Wunsch, dann ist er für dich möglich. Aber nur, wenn du dran glaubst und diesen Wunsch hegst und pflegst wie dein Liebstes und nicht wie etwas, das dir verwehrt geblieben ist. Ja, weil das machen wir ja so gerne automatisch. Oh Mensch, wieso geht's denn nicht? Und jedes Mal, wenn du das machst, hältst du dich an und sagst, nein, 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 nein. Nur weil ich es nicht sehen kann, heißt es nicht, dass es nicht da ist und nicht kommen kann. Und da musst du dich selber disziplinieren, immer wieder selber führen mit deinen Gedanken, weil deine Gedanken und Worte, die sind mächtig. Merkt ihr das? Die haben ganz viel Energie und diese Energie kreiert. Also Vorsicht, was du sprichst, vorsichtig, was du denkst, vorsichtig, was du erwartest, vorsichtig, mit was du rechnest. Rechne immer damit. Wo ist das Geschenk? Wieso ist es? Ich bin mal gespannt, was da Gutes für mich rauskommt. In diesem Sinne, wir sind alle gespannt, was aus dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, Gutes für uns rauskommt. Wir wissen es nicht, es ist wie Weihnachten, wir warten und wir sind gespannt, was Gutes für uns dabei rauskommt. Fangt schon an, einen Zettel am besten zu machen. Schreibt auch auf, was Schönes und Gutes in dieser Situation schon jetzt für euch erkenntlich ist. Dann wird mehr Gutes kommen. Dort, wo Gutes ist, wird mehr Gutes kommen. Dort, wo Angst ist, wird mehr Angst kommen. Ja, es ist so. Gesetz der Anziehung. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Geht shoppen, geht raus, wenn ihr könnt. Geht einkaufen. Freut euch über die schönen Dinge, die ihr da seht. Und Spirit up. Also, heute Nachmittag ist übrigens nochmal um 14 Uhr unser Heilzirkel und jeder ist eingeladen. Ihr findet auf meinem Profil den Link dazu. Schaut einfach rein, wenn ihr Zeit habt, 14 Uhr bis 14.30 Uhr. Wunderschöne Energien laufen da, wunderschöne Menschen könnt ihr da treffen. Sabine, dir auch ein Herz und ich freue mich auf euch. Tschüss!